Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind in der Stadt unterwegs, haben Ihre Angelegenheiten erledigt, gehen zurück zu Ihrem Auto, das haben Sie irgendwo am Straßenrand abgestellt, steigen ein, wollen losfahren, geht nicht. Zu viel Verkehr, keiner hält an, niemand lässt Sie raus aus Ihrer Parklücke. Ihren Abendtermin können Sie quasi abhaken, kommen auf jeden Fall zu spät. In dieser Situation werden Sie sicherlich nicht von sich sagen, ich bin behindert. Sie werden von sich sagen, ich werde behindert. Genau so ergeht es Menschen mit einer Sinnesbeeinträchtigung, Menschen mit einer geistigen, seelischen oder körperlichen Beeinträchtigung. Und das können wir sicherlich mit Fug und Recht behaupten. Hier in NRW sind wir im Vergleich zu anderen Bundesländern schon ganz gut aufgestellt. Zu den Sonderwelten gibt es bei uns ein breites Angebot an Alternativen, sowohl im Arbeits- wie auch im Bildungsbereich und natürlich auch bei den Wohnangeboten. Und tatsächlich haben sich auch die Kommunen, und ich zitiere, vor langem auf den Weg gemacht hin zu einem inklusiven Gemeinwesen, wie uns die Vertreterin der Kommunalen Spitzenverbände, Frau Göppert, in der Anhörung versichert hat. Und in der Tat formulieren wir mit dem Inklusionsstärkungsgesetz keine neuen Aufgaben und übertragen auch keine neuen Aufgaben an die Kommunen, sondern wir konkretisieren, wie in Nordrhein-Westfalen die UN-BRK und der Artikel 3 unseres Grundgesetzes durchgesetzt und umgesetzt werden soll. Um B- und Entlastungswirkungen des Gesetzes zu beobachten und gegebenenfalls darauf reagieren zu können, haben wir oder werden wir die Evaluationsklausel ins Gesetz schreiben. Und insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Ihr Antrag zur Konnexität ist also auch schon längst überholt. Ziehen Sie ihn einfach zurück. Das gilt im Übrigen auch für die anderen Anträge, die Sie gestellt haben, insbesondere zum Beispiel zu den kommunikationsunterstützenden Maßnahmen. Wenn Sie mal in den Haushalt schauen wollen, da haben wir in diesem Haushalt in diesem Jahr bereits einen Topf in Höhe von 400.000 Euro eingestellt. Überhaupt hätte ich ja eigentlich gedacht, meine Damen und Herren von der Opposition, bei der CDU weiß ich, die haben es nicht gemacht, dass Sie seit dem Fachausschuss letzte Woche die Zeit genutzt hätten und den Beschlussvorschlag des Ausschusses gelesen haben. Grundlage dieser Beschlussvorlage sind nämlich unsere rot-grünen Änderungsanträge. Und diese wiederum sind ein Resultat unter anderem aus dem Ergebnis vieler Gespräche, die ich mit betroffenen Verbänden und natürlich auch Verbänden der freien Wohlfahrtspflege geführt habe. Uns Grünen ist es wichtig, die verbindliche Forderung zur Umsetzung des Gesetzes ohne die, wir werden verbindliche Forderungen umsetzen, ohne die Kommunen in ihrer Entscheidungs- und Gestaltungshoheit einzuschränken. Das ist uns wichtig, denn die Gegebenheiten vor Ort sind ja sehr unterschiedlich. So gibt es Kommunen, die zunächst den öffentlichen Raum, Wege, Plätze, Gebäude barrierefrei gestaltet haben, und andere sind in den Dienstleistungsangeboten weiter. Meine Damen und Herren, anders als die Bundesregierung sind wir der Auffassung, dass die UN-BRK in allen gesellschaftlichen Bereichen umgesetzt werden muss. Und so müssen bei der Vergabe öffentlicher Förderung die Richtlinien und Forderungen dieses Inklusionsstärkungsgesetzes auch beachtet werden. Und damit ist auch die freie Wirtschaft im Boot. Beispielhaft für ganz Deutschland, darüber ist nun schon mehrfach gesprochen worden, ist die Streichung des Wahlrechtsausschusses. Wir werden die Partizipation der Betroffenen insgesamt stärken. Sie werden aktive Unterstützung auch durch fachliche Beratung erhalten. Leichte Sprache ist schon einiges zugesagt worden. Auch die Agentur Barrierefrei wurde bereits angesprochen, die wir nun gesetzlich verankern. Als unabhängige Instanz zur Überwachung der Umsetzung der UN-BRK in NRW werden wir das Institut für Menschenrechte beauftragen. Also mit den von uns eingebrachten Änderungen können wir ein Inklusionsstärkungsgesetz verabschieden, das einen starken Rahmen bildet für die Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Inklusion in unserem Bundesland.
Und das halte ich für eine gute Sache. Verbindlichkeit, gestärkte Partizipation der Menschen mit Beeinträchtigung, das Land mit Vorbildfunktion, die Forderung dieses Gesetzes als Richtlinie bei Fördervergaben, das alles bildet einen wichtigen Strang bei unseren Anstrengungen, Menschen mit Beeinträchtigung zu mehr Teilhabe und Selbstbestimmung zu verhelfen. Damit setzen wir im Übrigen auch einen Kontrapunkt zu dem, was die Bundesregierung mit ihrem Referentenentwurf zum Bundesteilhabegesetz plant. Die Große Koalition hat offenbar den Kreis der Leistungsempfängerinnen drastisch zusammenzustreichen. Und auch in Zukunft sollen Menschen mit Beeinträchtigung die Barrieren, die ihnen die Gesellschaft aufbaut, mit ihrem eigenen Einkommen und Vermögen beseitigen. Dafür dürfen sie in letzter Konsequenz dann noch nicht einmal mehr selbst entscheiden, wer und von wem und wie die benötigte Unterstützung erbracht werden soll. Eine derartig rückwärtsgewandte, ich komme zum Ende, und defizitorientierte Fürsorgepolitik, Herr Preuß, das ist tatsächlich eine Zumutung für die Betroffenen. Aber das werden wir hier in NRW so nicht machen. Wir halten dem ein Gesetz entgegen, das die Menschen in den Mittelpunkt stellt und ihre emanzipatorische Teilhabe stärkt. Und Sie sind in der Tat aufgerufen, meine Damen und Herren von der Opposition, hier diesen Schritt mitzugehen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin.